Hey Leute und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Koji und wir spielen Mittelerde und helfen auch unseren kleinen Kumpel hier. Ich hoffe, wir schaffen das mal, weil irgendwie bin ich gerade kämpferisch hier voll der Noob. Ihn kennen wir ja schon, aber ihn nicht. Okay. Ich weiß nicht, wir gucken gerade oben drauf auf die Grube. Ich bin nicht beeindruckt. 18? Los jetzt! Worauf wartest du? Sollte eigentlich schaffen. Wir haben noch ein bisschen Kumpels mit. Also von daher. Ach so, das sind auch noch die. Mal gucken, was passiert. Wir können nicht eingreifen. Wir können nur den, der danach am Ende vielleicht überlebt oder überhaupt nicht, vernichten und katalysieren. Ich hoffe, dass wir das gewinnen. Oh, schön. War es das? Also war es das? Nein, okay. Nein, das ist unterlebt noch, das ist gut. Und der andere. Ja, schon mal ein bisschen angegriffen. Könnte ich jetzt übernehmen, aber ich darf ja zugucken. Und los. Voll die Magengrube. Okay, hat sich unter Beweis gestellt. Schick, hab eine Mütze gewonnen. Und er hat ein Level gewonnen. Okay. Ich dachte, das Ganze dauert ja länger. Nö. Geht so. Okay. Ich weiß gerade gar nicht, was ich machen wollte. Ich wollte ja noch hier ein bisschen was unternehmen. Ich dachte, es geht noch ein bisschen länger. Aber nein. Wow. So. Da wir schon einmal hier sind, könnten wir vielleicht noch was anderes tun, machen. Könnten uns vielleicht mal die Mission anschließen, oder der Mission anschließen, oder die Mission und davon noch eine machen. Wir reisen erstmal hin, damit wir uns den Weg ein bisschen sparen. Und schnappen uns dann und machen eine Mission von den beiden. Um einfach da noch ein paar Erfahrungspunkte zu sammeln. Und unterwegs können wir bestimmt auch noch den einen oder anderen Dings töten. Nein, das machen wir jetzt nicht. Diese Auserwählten werden um jeden Preis den Hädir für ihren Meister beschaffen. Der Hexenkönig darf nichts über unsere Pläne und Streitkräfte erfahren. Okay. Wow, das haben wir aber gut gemacht. Passiert mir heute etwas Besonderes. Tu dies, tu das. Nein, nein, nein. Es bereitet mir Schmerzen. Okay, du machst das schon. Und los geht's. Es gibt noch einen Wurm, den wir fassen müssen. Und welche Botschaft bringt er? Befehle, für drei Hauptmänner sich beim Ritual einzufinden. Er kommt durch dieses Lager. Tja, er wird es ziemlich verlassen vorfinden. Ich biege mal kurz ab, ich komme gleich weiter. Kleinen Moment. Hier liegen noch ein paar Informationen, die sammeln wir natürlich noch. Aber wenn die einfach so da liegen, dann können wir die gerne mitnehmen. Na, habe ich ihn bald mal? Genau, den wollte ich haben. So. Besiege die Orks im Lager.
Oh, halt. Ja, das ging auch ganz gut. Das war's. Haben die Würmer jetzt eine Leibwache. Ich begebe mich nach oben und eliminiere die Eskorte. Aber nicht alle. Das werden wir sehen. Ja. Da kommen sie. Siehst du sie erst jetzt? Das wird einfacher als gedacht. Ich wollte eigentlich nur durchrutschen. Oh toll. Sie hat schon den zweiten. Warte, den dritten mal. Ach, hier sind Pfeile. Ja, hab gerade keine Pfeile. Das ist echt ein bisschen doof. Ich weiß gar nicht, wie viele Pfeile sie hat. Auf jeden Fall haben wir viel zu wenig. Da kommt er. Wir müssen herausfinden, was er weiß. Entscheidest du, wen ich leben lasse? Beschaff dir die Information. Stopp. Oh, sind gerade sehr, sehr viele. Wo kommen die alle auf einmal her? Was wollen die alle hier? Gibt's hier was umsonst? Kleiner Moment, kleiner Moment. Halt, wir machen das mal kurz anders. Wir nehmen mal kurz hier ein bisschen was weg. Habe ich gerade jemanden getötet? Es liegt an dir, Talia. Nicht am Geist. Ach so. Machen wir nochmal. Der Boot ist aus Versehen gestorben. War ich zu flink. Das dauert wieder stundenlang. Aber es geht endlich los. So. Ich weiß gar nicht. Nein, wir haben natürlich. Wir haben noch einen Pfeil. Wo kommen sie an? Achso, hier sind Pfeile. Denn wir verlieren sonst sein Ziel aus den Augen. Und jetzt brauche ich wieder ein paar Pfeiler. Sind hier welche? Ich glaube schon. Da kommt er. Wir müssen herausfinden, was er weiß. Entscheidest du, wen ich leben lasse? Beschaff dir die Information. Ja.
Du bist Kumpel und an dich muss ich leben lassen, beziehungsweise so lange, bis ich die Information habe, die ich gerne von dir haben möchte. Wir haben ja wieder 3 und wir haben 10. Also haben wir ein bisschen mehr. Das ist ganz gut. Dann können wir hier ein bisschen in den Nahkampf gehen. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir ihn jetzt hier nicht umbringen, was wir sehen. Stopp. Oh, jetzt holt sie wieder auf. So, wir haben 14, sie hat 5. Wo ist der denn? Wo sind die Hauptmänner, die auserwählt wurden? Sie kommen von der Festung! Sie sollten bald hier sein! Vielen Dank und kämpf für uns, du kleine Made! Ach, die macht sie nicht. Unsere Freunde haben es ganz schön eilig. Gut. Unser kleiner Wettstreit ist noch nicht vorbei. So. Echt nur 4? Das sind ein paar zu wenig. Okay, 6. Gut, wir erreichen die Hauptmänner. Ich weiß gar nicht, wie weit die weg sind. Ach so, die kommen an. Ich fang mit der Suche an. Du. Wir drei werden auserwählt. Glaubst du, du könntest uns im Weg stehen? Wir überbringen den Nazgul in 3 Teilen. Schark. Vielleicht findest du heraus, wie es sich anfühlt, wenn dir jemand deine Augäpfel in den Rachen schiebt. Tuka. Schleichen. Tuhorn. Okay. Geht. Alles Sachen, die ich gerade nicht zur Hand habe. Ah, du kleines Kreppchen. Oh, Suki, wo bin ich jetzt wieder reingetreten? Ich habe gerade irgendwie eine sehr, sehr bescheidene Taktik. Irgendwie klappt sie überhaupt nicht. Wieso? Okay. Ja, stimmt, ich bin gerade ein bisschen einfallslos. Was? Eigentlich müssen wir... Da, was? Komm. Schön. Die will ich gerne einnehmen. Rekrutieren, genau. Dein Wille geschehe. Und jetzt hau ab. Ich brauche mich. Schrei, wenn du mich brauchst. Kleiner Moment, ich muss ihm mal kurz helfen, denn die Schwäche gerade rum. So, da haben wir sie wieder. Und jetzt dich. Geht nicht.
Die Nazgul werden das nicht vergessen. Und ich auch nicht. Und komm, holen wir ihn ein. Können wir für uns gewinnen? Oh, das wird ein Spaß. Ich weiß. Ja, mein Herr. Ja. Diese drei Hauptmänner werden nicht auserwählt. Doch mehr als genug Rekruten füllen ihren Platz. Alle, die ausgewählt werden, töten wir. Wenn wir die Nazgul nicht aufhalten können, können wir sie zumindest verlangsamen. Yay, geschafft. Und auch ein Stufenaufstieg erreicht. Ziel erreicht, das Ding bekommen. Was wollen wir mehr? Also ich weiß es nicht. Level 25. Yay. So. Okay, mal kurz gucken, ob wir noch ein paar Grüne haben. Und jawohl. Nein, das war falsch. Das war echt falsch. Das war nicht gut. Das war nicht gut. So. Und zwei haben wir davon. Und das setzen wir nochmal ein. Ja. Moment, ich muss mal kurz schauen. Wenn wir hier das Grüne, ach nee, dann haben wir da zwei. Bringt auch nicht viel. Aber wir könnten hier eins rausnehmen. Und das hier ein aufrüsten. Und jetzt erhalten wir da 12,5. Oder 23%. Machen wir das mal so rum. So. Okay. Gucken wir nochmal drauf. Wir haben noch ein bisschen gespielt und haben gerade eigentlich da die Mission geschafft. Ich würde sagen, wir machen erstmal an dieser Stelle Schluss. Liefer gerade ganz gut. Wir könnten ja nochmal kurz schauen auf die... Tja. Nein, machen wir nicht. Das ist dann wieder, da schalte ich wieder komplett. Und deswegen lassen wir das mal sein. Und Armee wollte ich eigentlich gucken, genau. Also wir haben noch ein bisschen was übernommen. Wo sind die denn alle hin? Ich dachte, wir hatten gerade noch drei übernommen, aber gut, dann halt nicht. Da was? Ach, er ist da. Der hat zwar ein bisschen gedisst. So. Okay. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir erstmal Schluss. Ich bedanke mich natürlich für eure Aufmerksamkeit und hoffe, das Ganze hier hat euch gefallen. Ihr dürft natürlich gerne kommentieren, abonnieren und vor allen Dingen viele, viele Däumchen hinterlassen und nicht vergessen, das nächste Mal wieder einzuschalten. Bevor mich jetzt jemand angreift, reise ich nochmal kurz irgendwo hin, um uns da in Sicherheit zu bringen. Genau, also, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Gerne kommentieren, abonnieren und ganz, ganz viele Däumchen hinterlassen. In diesem Sinne vielen Dank und bis zum nächsten Mal, euer Coachy. Bye!